Und damit hallöchen, herzlich willkommen zurück zu The Raven. Wir sind immer noch auf der MS Lydia und haben gestern hier mit unserem verrückten Doktor gesprochen, der uns dann hier dieses wunderschöne Projektil gegeben hat, mit diesem, welchen wir jetzt mal hier zu Mr. Legrand laufen. Fettel Legrand at its best. Bin gespannt, ob er es vergleicht. Knock, knock. Herein. Wuhu. Ich bin's, der dicke Inspektor. Wachtmeister, sorry. Ja, neue Aufnahmesession für mich übrigens. Hab's mir gerade wieder bequem gemacht. Point and click for the win. Beine hoch, Maus an Anschlag und das Mikrofon vor die Fresse gehalten. Aber wir hören uns jetzt mal hier in die Geschichte wieder hinein. So, Haselocke, hab ein Projektil bekommen. Wegen der Kugel. Hier ist sie. Hervorragend. Geben Sie her. Super Arbeit. Wie vermutet, 7,65 mm Parabellum. Parabat? Wollen Sie sie denn gar nicht näher untersuchen? Sobald ich Zeit dafür habe. Wir können vorerst davon ausgehen, dass wir die Mordwaffe haben. Es wird nicht allzu viele antike Luger 08 Pistolen an Bord geben. Dürfte ich mich mal in der Kabine der Baronin umsehen? Wir haben sie bereits gründlich untersucht. Sicher, aber jetzt bei Tageslicht? Ja, schon gut, es kann nicht schaden. Hier, nehmen Sie die mit. Hm? Danke. Ich melde mich, sobald ich etwas Wichtiges gefunden habe. Aber bitte auch nur dann. Ich habe zu tun. Natürlich. Der Alte ist immer noch ein bisschen pissig, wa? Kann das sein? Wir helfen ihm jetzt ja schon von vorne bis hinten, aber er wird und wird nicht freundlicher. Gut, was ist hier eigentlich hier Schlafmittel? Was rausgefunden? Wegen des Schlafmittels. Haben Sie neue Informationen, wie das Glas zu Ihnen gekommen ist? Noch nicht. Dann sollten Sie Ermittlungen anstellen und mir nicht meine Zeit stehlen. Entschuldige bitte, junger Mann, dass ich dir unter die Arme greifen will bei deiner Arbeit, die du verrichten musst. Ich hau dann mal ab, wa? Ich melde mich, wenn ich weitere Hinweise gefunden habe. In Ordnung. So, hab grad mal ein bisschen lauter gedreht hier, damit ihr auch was versteht, was die so erzählen. Okay, also werden wir mal ins Zimmer der Baronin gucken. Und gucken, ob da einer guckt. So, gab's denn hier noch irgendwie was? Was ist das? Betrachte den Alarmmelder. An so einem Alarmmelder wurde gestern Alarm ausgelöst. Hm, dieser hier wurde nicht gezogen. Die Verplombung ist intakt. Okay, dann gibt's ja vielleicht, wenn er das schon so sagt, irgendwo noch einen Alarmmelder, wo die Verplombung nicht intakt ist und an dem sind vielleicht irgendwelche Fingerabdrücke. Nur mal so eine Vermutung. So, die Pflanze betrachten. Wie er schlendert. Der klägliche Versuch, das Innere des Schiffs weniger trostlos erscheinen zu lassen. Etwas Farbe an den Wänden hätte mehr geholfen. Zumal die Pflanze mit so wenig Tageslicht vermutlich nicht lange durchhalten wird. Hm. Wen interessiert schon die Pflanze? Betrachte das Modell. Ein Modell der Lydia vor ihrem Umbau. Früher war sie ein reines Transportschiff. Die breiten Korridore, die Kabinen und den Salon hat sie erst in späteren Jahren erhalten. Mhm. Okay. So, was ist das hier? Die Treppe? Den Ascher will ich untersuchen. Darf ich nicht. Na gut, dann halt nicht. Gehen wir nuff. Und schauen mal ins Zimmer der Baronin. Früher war die ein Transportschiff. Das ist ja geil. Früher wurden da Vieh transportiert und heute fahren wir drauf in einer Kreuzfahrtgeschichte. So, gehen in den Salon. Nee, ich wollte zur Baronin direkt. Betrachte den Globus. Ein auf antik getrimmter Holzglobus. Hätte Galilei sich damals nicht durchgesetzt, stünde hier jetzt eine Scheibe. Du schlauer Hund, du. So. Gut. Zimmer der Baronin. Breche das Siegel. Das ist der erste Mordtatort, mit dem ich zu tun habe. Na, und wir sind live dabei. Jihihi. Na, die hat ja richtig viel Blut verloren. Okay, was gibt's hier? Reiseschrank betrachten. Der unhandlichste Reiseschrank, den ich jemals gesehen habe. Aber ein Reiseschrank. Eine portable Bar würde ich das nennen.
Muss unglaublich anstrengend sein, das große, schwere Ding heil durch die halbe Welt zu transportieren. Und die Baronin hatte Glück, dass die hinteren Transportwaggons bei der Explosion nur leicht beschädigt wurden. Mhm. Also Suff da drinne. Was ist das? Ein Schreibblock. Auf dem Schreibblock prangt das Emblem des Schiffs. Vermutlich bekommt man so etwas in den Erste-Klasse-Kabinen gestellt. Ach. Uhr. Haha! Wie geil ist das denn? Warte mal. Sting. Ups. Na, da unten geht's nicht weiter. So, genug gealbert. Wir müssen mal hier ein bisschen Blaupause betreiben. Das heißt, da ist wieder... Kennt man ja, ne? Treffen Sie um 22 Uhr im Salon an der Bar unseres... Dieses Schiffes ist ein... What? Ein Mörder? Seien Sie um 22 Uhr im Salon an der Bar dieses Schiffes. Ist ein Mörder und ich werde ihn entlarven. B-Punkt. Wie heißt denn der Oliver mit Nachnamen nochmal? Der wartet nicht. Hier unten ist nichts weiter. Wer ist ein B-Punkt? Ja, man kann ja halt so ein bisschen, ne? Oh, schade, vorbei. Da steht: Inspektor, seien Sie um 22 Uhr im Salon. An Bord dieses Schiffes ist ein Mörder und ich werde ihn entlarven. B. Die Baronin scheint ihren Mörder gekannt zu haben. Und damit ist klar, dass der Rabe nicht der Mörder sein kann. Er hat nie jemanden umgebracht. Legrand hat die Nachricht vermutlich nie erhalten. Sonst hätte er etwas davon gesagt. Aber B steht doch nicht für die Baronin, oder? Die unterschreibt doch nicht mit Baronin, sondern mit ihrem, wenn dann, richtigen Namen. Obwohl sie vielleicht... komisch. Obwohl sie vielleicht stolz auf ihren Baronentitel ist. Na komm, wir betrachten mal die Kleiderpuppe. Die Kleiderpuppe gehört sicherlich zum Inventar der Kabine. Eine Kleiderpuppe für die Sachen der Baronin müsste großzügiger dimensioniert sein. More hips, I know. Was gibt es hier? Sanduhr? Ein Gemälde. Vermutlich von Van Gogh. Der hat ja haufenweise sowas gemalt. Allerdings dürfte es sich trotzdem nicht um ein Original handeln. Die kosten Tausende von Franken. Und Abertausende von Euronen. So, tupdidu, schubbididu. Eine Vase. Eine große, hässliche und obendrein auch noch unpraktische Vase. Hätte sie eine größere Öffnung, könnte man sie immerhin noch als Schirmständer benutzen. ein Schrank? Was ist denn das? Ein Tonbandgerät. Dürfte zu den fest eingebauten Lautsprechern und damit zur Kabinenausstattung gehören. Na dann, play. Will er nicht. Das Tonbandgerät hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Aber es war mal sehr teuer. Obere Preis- und Qualitätsklasse. Eindeutig. Kann man nicht abspielen? Nee, können wir nicht. Körperchen. An das Buch kommen wir nicht, aber jetzt können wir mal das Bett betrachten. So, komm, jetzt hier kommen wir mal zum Blutfleck. Auf der Matratze ist noch ein Blutfleck zu sehen. Das Laken und die Bettdecke wurden schon entfernt. Vermutlich, damit sie untersucht werden können. Mhm. Okay. Was mich aber wundert, die Baronin wurde doch ins Herz geschossen, ne? Moment. Was
Mikro ein bisschen zu laut. Also die Baronin wurde doch ins Herz geschossen. Und wenn man jetzt überlegt, okay, die hat hier gelegen und das Herz ist ja, wenn hier der Kopf ist, nein, dann wird das Herz hier so sein. Da hat sie eigentlich aus dem Arsch geblutet. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Gut, kann man hier noch irgendwo anders hin? Nö. Aber es ist ja schon mal spannend, dass die Baronin ihren wusste, dass ihr Mörder an Bord ist. Und dass es nicht der Rabe ist. Das ist oberspannend. Huch. Ach, Jung. Komm. Der Butler der Baronin sieht aus, als hätte er nicht viel geschlafen. Seinen Gesichtsausdruck würde ich als sorgenvoll bezeichnen. Tja, sorgenvoll macht ja Sinn, weil jetzt ist er arbeitslos und was bleibt ihm über? Zeitarbeit. Tja. Shit happens. Das läuft nicht immer gut im Leben. Hallo, Mr. Inch. Oh, Herr Wachtmeister. Sie sehen mitgenommen aus. Es muss schrecklich für Sie sein. Natürlich. Ganz fürchterlich. Niemand wird mich mehr einstellen. Sag ich doch. Wie bitte? Meine Herrin wurde ermordet. Würden Sie einen Butler einstellen, in dessen Umgebung Morde geschehen? Wenn sich herausstellt, dass sie keine Schuld trifft. Wenn? Aber wenn nicht, wem wird man dann die Schuld in die Schuhe schieben? Gärtner gibt es auf diesem Schiff keine. Ich verstehe Ihr Problem. Unter diesen Voraussetzungen werden Sie mir doch sicherlich einige Fragen beantworten, die helfen könnten, Sie von jedem Verdacht zu befreien. Natürlich. Um nochmal kurz darauf anzusprechen, man sagt ja immer, dass der Gärtner der Mörder ist. War das bei Agatha Christie immer? Oder bei Edgar Wallace oder irgendwie so? Der Gärtner war immer der Mörder. Und wenn es der Gärtner nicht war, dann war es der Butler. Und deswegen, naja, kurz diese Anspielung. Gestern Abend. Ist Ihnen gestern Abend etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, nachdem sich die Baronin in den Salon begeben hatte, bin ich aufs Vorderdeck gegangen. Dort war ich, bis der Alarm losging. Ich bin zum Nebendeck gelaufen und dort kurz nach Professor Lucien und Miss Miller eingetroffen. Dort haben wir sie und den Inspektor Legrand vorgefunden. Sie waren ohnmächtig und der Inspektor bat uns, uns um sie zu kümmern. Ah, also ist er mein edler Ritter. Hast du den Schuss gehört? Hast du wohl den Schuss nicht gehört? Haben Sie den Schuss gehört? Nein, nur den Alarm. Mhm, okay. Freizeit? Ja. Sie meinte, Sie seien auf dem Vorderdeck gewesen. Es klang, als hätte die Baronin Ihnen für den Rest des Abends freigegeben. Nicht ganz. Ein Schiffsjunge informierte mich darüber, dass die Baronin dringend um 21:45 geweckt zu werden wünsche. Richtig. Was hatte es damit auf sich? Ich vermute, dass sie mit den anderen Gästen und dem Kapitän auf die Reise anstoßen wollte. Ursprünglich wollte sie sich wohl nicht mehr zwischendurch hinlegen. Das war nicht ihre Art. Sie war sehr ausdauernd, was gemütliche Runden mit dem einen oder anderen Gläschen Champagner angeht. Oder sie wollte sich mit jemandem treffen, um ihm zu verraten, wer hier ein Mörder an Bord ist. Durchwühlte Kabine? Die Kabine der Baronin scheint durchsucht worden zu sein. Allerdings, von der Baronin selbst. Tatsächlich? Sie hat den ganzen Nachmittag etwas gesucht. Und hat sie es gefunden? Ich glaube, ja. Sie war in Hochstimmung, als sie endlich aus ihrer Kabine kam. Sie wissen aber nicht zufällig, was sie gesucht hat. Ich befürchte, nein. Mhm. Hat sie vielleicht vergessen, dass er den Schlüssel den Inspektor gegeben hat? Oder was hat er gesagt? Warte mal, was hat er gesagt? Hat er ihr den Schlüssel abgenommen heimlich und sie wusste es gar nicht, weil sie vergesslich ist? Irgendwas hat er doch erwähnt. Würden Sie die Baronin als ordentliche Frau beschreiben? Nun ja, sie hatte immer sehr viele Verpflichtungen. Das beantwortet meine Frage nicht. Sie nahm stets viel Gepäck mit auf Reisen und ich half ihr, den Überblick zu behalten, so gut es ging. Sie war immer sehr wütend, wenn sie etwas nicht finden konnte. Was ist mit den Fotos und Dokumenten, die ich in der Kabine gesehen habe? Ich weiß es nicht genau. Die waren für mich tabu. Erinnerungsstücke von vor dem Krieg, würde ich sagen. Sie hing sehr an ihnen. Mhm. Wie schaut's eigentlich mit dem Alkoholkonsum der Alten aus? Die Baronin schien recht betrunken gewesen zu sein, als ich sie das letzte Mal lebendig gesehen habe. Tatsächlich. Das überrascht Sie. Trank die Baronin normalerweise nicht? Oh doch. Genug, um es ihr nicht mehr anzusehen. Ich verstehe. Wie schlimm war ihr Alkoholproblem? Schlimm genug, um ihr ernsthafte gesundheitliche Probleme zu bereiten. War sie deswegen in ärztlicher Behandlung? Nein. Sie weigerte sich, standhaft einen Arzt aufzusuchen. Wie viele ältere Damen hatte sie eine starke Abneigung gegen Ärzte, Krankenhäuser und dergleichen. Mhm. Warum?
Hm. Okay. Wie ist eigentlich das Arbeiten mit der Baronin gewesen? Wie lange arbeiten Sie schon für die Baronin? Etwa ein halbes Jahr. Erst ein halbes Jahr? Ich habe immer gedacht, Pater bleiben für Jahrzehnte bei Ihren Arbeitgebern. Auch diese Jahrzehnte müssen irgendwann beginnen, Herr Wachtmeister. Ihr vorheriger Butler konnte seine Arbeit nicht mehr erfüllen. Gicht. Verstehe. Ich habe seine Aufgaben übernommen und hoffte auf eine sichere Beschäftigung für die nächsten 20 Jahre. Hm. Was? Der steifen Arm? Darf ich fragen, was mit Ihrem Arm passiert ist? Ein Andenken an den Krieg. Behindert Sie ein steifer Arm nicht bei Ihrer Arbeit? Ja, das tut er. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Die Baronin hatte ein Herz für Kriegsversehrte. Ich glaube, sie hat selber sehr viel durchgemacht. Ich denke, das war erst einmal alles. Bitte finden Sie den Mörder. Sie müssen mich von jedem Verdacht reinwaschen. Mhm. Ich werde mein Bestes geben, allerdings erst morgen. Weil heute habe ich schulfrei und vor allem bei dem Wetter hitzefrei. Also, wir sehen uns morgen wieder. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Raven. Ansonsten vergesst den Daumen nach oben nicht. Hübsches Wasser übrigens im Hintergrund, gefällt mir sehr. Ansonsten vergesst den Daumen nach oben nicht oder schreibt mir einen netten Kommentar nach unten. Also, in dem Sinne, Tschüsschen mit Küsschen. Wir investigaten morgen weiter. Tschüss.